Ja, seid gegrüßt bei Frank am Teich. Heute geht es um seltsame Verhalten von Koi und am Ende begründet durch CO2-Mangel. Das ist ein Phänomen, das wenig beachtet wird und ich möchte einfach mal die Rahmenbedingungen und die Symptome ein bisschen abstecken, damit ihr vielleicht das einstufen könnt, falls bei euch ein ähnliches Verhalten mal auftritt. In den letzten Jahren hatte ich des Öfteren Anfragen von besorgten Teichbesitzern, die ihren Teich nicht in den Griff bekommen haben. Die Fische waren fressunlustig, haben gescheuert, haben sich abgelegt, waren irgendwie nicht gut drauf, aber am Ende des Tages gab es keine Parasiten, keine Bakterien. Wasserwerte waren auch im ersten Moment nicht auffällig. Und diverse Tierärzte waren oft schon am Teich und Proben eingeschickt ins Labor und man ist der Sache nicht Herr geworden. Und jetzt war gerade wieder so ein Fall mit einer langen Leidensgeschichte, die gelöst werden konnte. Und deshalb möchte ich mal kurz die Zusammenhänge aufzeigen. Besonders anfällig für dieses Thema sind flache Teiche in Sonnenlage, also Vollsonne und schwache bis mittlere Besatzstärke. Es muss jetzt nicht alles davon zutreffen, aber insbesondere die Vollsonne ist ist einer der Hauptgründe, die da reinspielen. Was passiert da? Wie schon erwähnt, die Fische sind schlecht drauf, fressen schlecht, liegen viel ab und man findet sonst nichts. Charakteristisch dafür ist ein hoher pH-Wert, ein pH-Wert über 8,3, zum Beispiel 8,6 oder sogar Richtung 9. Der deutet nämlich darauf hin, dass die Sonne, sprich die Photosynthese, da einen erheblichen Einfluss hat, denn mit einer normalen Belüftung, die kräftig bis sehr kräftig ist, kommt man durch das sogenannte Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht rein durch die Belüftung, nicht über 8,3. Wenn ich jetzt noch Algen habe, die sieht man manchmal gar nicht, also Schwebealgen, die man meint abgetötet zu haben, aber sind halt insgeheim doch welche da, oder noch schlimmer, längere Fadenalgen, die optisch natürlich auffallen, dann ist es so, dass wenn die Sonne scheint, durch die Photosynthese eben noch mehr CO2 verbraucht wird und der pH-Wert dadurch steigt. Und wenn man jetzt sich das jetzt anguckt, KH, pH und CO2 stehen ja im mathematischen Verhältnis. Und wenn man irgendwo bei 8,6 und höher ist mit dem pH-Wert, dann hat man sehr schwer, einen CO2-Gehalt noch hinzubekommen, der bei 1 liegt oder höher ist. Und wieso ist die 1 oder höher wichtig? Na, ganz einfach, weil zwischen 0 und 1 die Symptome bei vielen Fischen anfangen. Das heißt, die beschriebenen Verhaltensweisen treten auf oder können auftreten bei einem CO2-Gehalt unter 1. Und CO2 unter 1, wenn er das nachguckt in der Tabelle oder im Rechner, kriegt er halt besonders dann hin bei einem hohen pH-Wert von, wie gesagt, deutlich über 8,3. Dann wird es schwierig, dann bräuchte man sehr viel KH, sehr viel Carbonathärte, um ein CO2-Gehalt von 1 hinzubekommen. Im angedeuteten Fall, der gerade stattgefunden hat, war es dann so, wir haben verschiedene Dinge durchprobiert, sind auf den CO2-Mangel gestoßen und haben dann gesagt, okay, wie kriegen wir die Algenaktivität weg? Man könnte die Algen killen. Jetzt der Teichbesitzer wollte kein Salz reinkippen wegen Pflanzen. Also hat er sich ein Sonnensegel besorgt und den Teich abgeschattet. Und siehe da, der pH-Wert ist gefallen Richtung 8. Sein CO2-Gehalt damit gestiegen und sein Problem ist gegangen. Das heißt, die Fische waren fitter, haben mehr gefressen und die ursprünglichen Symptome hat er so nicht mehr gesehen.
Besatzerhöhung könnte theoretisch auch noch helfen, aber das will man ja meistens nicht mehr. Hat einen gewissen Besatz, hat dann das Problem und dann ist die Lösung tatsächlich, irgendwie die Algen wegzubekommen, zum Beispiel mit Salz. Manche nehmen auch Fadenalgenvernichter, was ich jetzt nicht empfehlen würde. Das ist ein Weg und der andere Weg ist Abschatten, um die Photosynthese einzudämmen oder last but not least auch Besatzerhöhung oder Futtererhöhung kann auch helfen. Summa summarum, wenn ihr Vollsonne habt und ähnliche Symptome, schaut euch pH und kH an und dann daraus resultierenden CO2-Gehalt. Wenn der unter 1 liegt, könntet ihr dafür in Frage kommen oder in Zukunft, falls ihr mal irgendwie da reinrennt oder einen Bekannten habt, bei dem sowas ist, dann wisst ihr, okay, CO2-Mangel könnte sein. Man muss da aber auch nicht rumfabulieren. Wenn CO2 über 1 liegt, treten, also 1 Milligramm pro Liter, treten die besagten Probleme nicht auf. Das soll es gewesen sein. Schreibt gerne unten rein, was ihr vom neuen Format hält. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.